Am 1. September 1939 überfällt das Deutsche Reich sein östliches Nachbarland. Eine 1,5 Millionen Mann starke Wehrmacht und eine übermächtige Luftwaffe sollen Polen in einem Blitzkrieg besiegen. Die Polen hoffen auf ihre Verbündeten und verbreiten Siegeswillen. Unsere Klassenlehrerin Pani Gledzik, die stand vor uns kleinen Mädchen, wir waren dann ja schon 9-jährig, und verabschiedete uns mit den Worten in Polnisch, ich sag's Ihnen jetzt in Deutsch, so Kinder, nun geht nach Hause, nach dem Krieg sehen wir uns dann wieder, England und Frankreich kommen uns zu Hilfe. Doch weder Frankreich noch Großbritannien kommen Polen zu Hilfe. Gegen die modernen Waffen der Wehrmacht kann die polnische Armee wenig ausrichten. Doch nicht nur die Deutschen greifen das Land an. Vom Osten her überfällt die Sowjetunion Polen. Die Teilung Polens haben beide Diktaturen kurz vor dem Krieg in einem Geheimvertrag, dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, besiegelt. Große Gebiete im Westen Polens werden dem Deutschen Reich einverleibt. Die Mitte des Landes mit 12 Millionen Menschen erklären die Deutschen zum Generalgouvernement. Es wird von einem Statthalter Hitlers regiert, Hans Frank. Er vollstreckt die rassistische Ideologie vom Kampf um Lebensraum im Osten. In kürzester Zeit errichtet die deutsche Besatzungsmacht ein brutales Regime mit Willkür und Massenverhaftungen. Diese Aktion vom Frühling 1940 hat vorgesehen, Verhaftung um 20.000 Leute aus der polnischen Oberschicht. Dazu gehörten die Leute mit Abitur, die Leute, die Abgeordnete gewesen waren zum polnischen Parlament, bedeutende Offiziere, bedeutende Gelehrte, Wissenschaftler. Ich wurde damals als 18-jähriger Junge aus Warschau verhaftet, in der Gruppe vor 2000 Leuten nach Auschwitz gebracht. Das Konzentrationslager Auschwitz wird zum Schreckensort für tausende polnische Häftlinge. Über 1 Million Menschen werden bis Kriegsende hier ermordet. Doch die Polen beugen sich nicht dem Naziterror. Es entsteht ein polnischer Staat im Untergrund. Eine eigene Rechtsprechung richtet sich gegen Kollaborateure. Der geplanten Auslöschung der polnischen Kultur setzt der Untergrundstaat geheime Gymnasien, Universitätskurse und Priesterseminare entgegen. Ebenso entsteht eine bewaffnete Untergrundarmee, die AK, Heimatarmee. Das war mit Sicherheit die größte geschlossene, bewaffnete, konspirative Organisation im besetzten Europa. Und sie unterstellte sich der polnischen Exilregierung. Besonders grausam gingen die Deutschen gegen die jüdische Bevölkerung vor. Von 1940 an pferchen die deutschen Besatzer alle polnischen Juden in abgesperrte Ghettos ein. Hilfe für sie wird immer schwieriger. Sie haben das Wertesystem von Gut und Böse verändert. Gute Taten, wie die Hilfe für verfolgte Juden, bestraften sie mit dem Tod. Für böse Handlungen wie Verrat und Denunziation führten sie eine Belohnung ein. Ab dem Frühjahr 1942 beginnen die Deutschen mit dem systematischen Massenmord an den polnischen Juden. Als die Deutschen die im Warschauer Ghetto verbliebenen Juden in den Tod schicken wollen, entschließen sich am 19. April 1943 etwa 800, vorwiegend junge Juden, zum bewaffneten Aufstand. Man hat den Rauch und den Brand bemerkt. Man hat Bettfedern gesehen, die sich über die ganze Stadt verteilten. Und wer sich nahe am Ghetto aufhielt, sah Menschen aus den Fenstern springen. Aber ich bin nie dorthin gegangen. Mit Hilfe der Exilregierung in London und der Briten will die polnische Heimatarmee im Sommer 1944 einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer starten. Wir waren alliierte Soldaten und von dem deutschen Standpunkt waren wir Rebellen.
Aber von dem polnischen Standpunkt haben wir unsere Pflicht getan. Am 1. August 1944 schlägt die Heimatarmee in Warschau los. Sie soll die Hauptstadt aus eigener Kraft befreien, bevor die Rote Armee es tut. Die Polen misstrauen den Sowjets, die schon vor Warschau stehen und ahnen, dass Stalin das befreite Polen zu einem kommunistischen Vasallenstaat machen will. 36.000 AK-Soldaten sind im Einsatz, mit leichten Waffen und Munition für nur wenige Tage. Die Deutschen schlagen gnadenlos zurück, auch mit schweren Kalibern. ...63 Tage dauert der Kampf um Warschau. Er ist vergeblich. 500.000 Zivilisten müssen die Stadt verlassen. Dann nehmen die deutschen Sieger Rache. Systematisch sprengen sie Straße um Straße. Man hat Warschau, so wie Hitler das genannt hat, das war sein Wort, glatt rasiert. Warschau soll glatt rasiert werden. Das bedeutete, mit dem Erdboden gleich gemacht. Die Bilanz des Warschauer Aufstands ist verheerend. Insgesamt sterben ca. 200.000 Polen während der Kämpfe, die meisten von ihnen Zivilisten. Das politische Signal, das die polnische Exilregierung und ihre Heimatarmee setzen wollten, bleibt wirkungslos. Der Aufstand ist bis heute in Polen ein nationaler Mythos. Kritiker sehen in ihm nur eine patriotisch-romantische Aktion, die eine Generation von Polen das Leben kostete. Im Winter 1944-45 startet die Sowjetarmee eine Großoffensive. Die deutsche Ostfront bricht zusammen. Der Krieg erreicht die deutschen Ostprovinzen. Die Nationalsozialisten rufen zum Endkampf und zum Endsieg auf. Alle, auch Kinder, werden von ihnen für einen militärisch nicht mehr möglichen Erfolg missbraucht. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst zuzuschreiben hat. Der Exodus der Deutschen aus dem Osten setzt ein. In Angst vor der Rache der Roten Armee fliehen Millionen von Deutschen aus ihrer Heimat. Ja, und dann haben wir noch ein letztes Mal Abendbrot gekocht. Und dann sind wir aus dem Hause gegangen, haben es offen gelassen, weil es sinnlos war zu verschließen. Tausende kommen vor Hunger, Kälte und bei Angriffen der Roten Armee ums Leben. Und das war natürlich ein Chaos, was entstand aus Verzweiflung und Trauer und Hoffnungslosigkeit. Die Deutschen, die nicht geflohen waren, werden nun aus ihrer alten Heimat vertrieben. Millionen Deutsche verlieren ihr Zuhause. An ihre Stelle rückten nun oft vertriebene Polen aus den von der Sowjetunion annektierten polnischen Ostgebieten.